Hi und willkommen bei meiner allerersten Ausgabe von Ezekiel 25 Beats 17. Mein Name ist Mike Ezekiel Heidmeier. Die meisten kennen mich vielleicht als DJ Ezekiel, der hier in Köln auflegt. Und ich wollte einfach mal ein bisschen Insights geben, was so hier bei mir, keine Ahnung, und dem Elektrokollektiv, wo ich ja auch für tätig bin und wo ich auch einer der Köpfe von bin, so alles im Hintergrund passiert. Ich denke mal, könnte ganz witzig sein und schaden kann es ja auch nicht. Also in diesem Sinne, viel Spaß bei den nächsten paar Minuten und ich bin, ja, sagen wir mal so, einer der Köpfe hinter dem Elektrokollektiv in Köln, was so seit 2 Jahren herumgeistert in Köln. Zudem habe ich letztes Jahr dann so auch mich entschlossen, im Elektrobereich als DJ irgendwo mal ein bisschen mich auszuprobieren, nennt man das auszuprobieren, ja, vielleicht. Das war eigentlich eine ganz, ganz abgefahrene Idee, denn ich hatte am 16.02., also beziehungsweise ich habe am 16.02. Geburtstag und das war in dem Fall Rosenmontag. Und am 15.02. hatte ich eine Veranstaltung im A-Theater, die Elektromatinee. Und die Idee war einfach, ja, die Party geht mitten in deinen Geburtstag rein. Also, warum legst du nicht mal selber auf? Ich meine, ist nichts Neues für mich. Ich mache Musik in anderen Musikbereichen, Genres seit oh, weit über 10 Jahren. Keine Ahnung, 15, irgendwas in der Art. Bin mit der Musikbranche eigentlich verkoppelt seit bald mehr, seit 2 Jahrzehnten. Ich glaube, ich habe das erste Konzert veranstaltet. Oh, da war ich 16, 17 oder so. Auch sehr geil. Das lief halt eigentlich gar nicht so schlecht im A-Theater und wurde dann auch von anderen Leuten ermutigt, ey, mach weiter. Und ja, habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich habe dann sogar noch mal in der Nachtigall relativ zeitnah danach gespielt. Und es ging dann plötzlich alles Fall auf Fall oder Knall auf Fall oder wie man auch immer das nennen mag. Dann ging es auch relativ zügig, schnell und echt mit einem Wahnsinnstempo weiter. Es führte dann zu Gigs in der Nachtigall und in der Kantine bei der Munter Weiter Open Air. Dann habe ich diese Sache auf Odonien gehabt und. Das war schon sehr, sehr geil. Hinzu kommt dann, dass ich regelmäßig jetzt mittlerweile auch schon auf Cubase meine Beiträge beisteuern kann und macht ja auch eine Menge Spaß. Also ich bin mit Freude dabei. Das ist echt ein Ding, was mir echt Spaß macht und was mich auch selber im Leben befriedigt. Ja, so viel dann erstmal nur einfach mal, damit man versteht, wo mein Background ist. Also wie gesagt, eigentlich war ich ein Hardcore-Punk, der jetzt irgendwo als Techno-DJ durch Köln tingelt und nicht nur durch Köln. Wie gesagt, letztens in der Tante Rieke war ich dann auch. Mal schauen, wo das Ganze noch hingeht. Aber nun gut, ich bin ja offen für alles. So, einhergeht mit diesem ganzen Ding, was ich da so mache, ist halt dieses Elektrokollektiv. Dieses Elektrokollektiv ist eigentlich nichts wirklich was Greifbares gewesen. Es ist eigentlich so der Gedanke gewesen, wir schließen einfach mal ein paar DJs, egal aus welchen Häusern sie kommen, ob das nun irgendwelches Plattenlabel-Ding aus Köln ist oder was auch immer, mal kurz und suchen einfach mal Leute, die Bock haben, zusammen Mucke zu machen. So. Ich habe mich immer gefragt, warum sollte es irgendwie nicht möglich sein, dass Leute aus verschiedensten Strömungen hier in Köln, sind ja nicht mal verschiedene Szenen, das sind einfach nur verschiedene Strömungen. Die einen sind eher Residents für die und dann die für die und irgendwie haben die nie so miteinander kooperiert. Also dachte ich mir, naja, muss ja nicht sein, kann man ja irgendwie mal zusammenbringen. Und das ist eigentlich so der Gedanke gewesen hinter diesem lockeren Verbund Elektrokollektiv. Was auch super funktioniert. Also ganz ehrlich, ich fand es super geil, als ich dann mit der ersten kollektiven Tanzmanöver nach dem Neustart, weil die hat erstmal eine Pause machen müssen, hat ja alles ja beim ersten Mal nicht so ganz so funktioniert, wie es eigentlich sollte, dann zum Beispiel Björn Grimm und Franka zusammengebracht habe. Super geiles Ding. Die haben auch zum ersten Mal zusammen gespielt und es hat super gepasst. Das war geil. Und das hat mich motiviert, das dann auch weiter so zu verfolgen. Deswegen gibt es jetzt zum Beispiel auch über das Elektro-Kollektiv was wir tanzen, was genau diesen Fokus darauf bringt, immer zwei verschiedene Strömungen zusammenzubringen. So werde ich zum Beispiel zusammen mit John Doe,
den man eigentlich eher von der Greencom oder so hier in Köln kennt. Also eine komplett andere Strömung als jetzt das Elektrokollektiv mit dem A-Theater, bla bla bla. Zusammen in der Nachtigall spielen. Super geiles, spannendes Projekt. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Aber wir, also John Doe und ich, sind super motiviert. Auch Joscha, den man ja auch aus Zimmermanns, Nachtigall, Pollerwiesen und so weiter kennt. Wir sind alle super gespannt und super motiviert. Das wird ein echt geiles Ding. Und genau da steckt hinter diesem Elektrokollektiv, was überall mal irgendwo namenstechnisch auftaucht, was ja vielleicht noch nicht jeder gesehen hat. Elektrokollektiv ist übrigens für mich dann auch so ein Ding, dass sie wahrscheinlich die Leute, die in der Elektrokollektivgruppe auch drin sind, wo ich dann tatsächlich auch generell keine Einschränkungen mache, ob das nun aus welchem Haus das jetzt kommt. Ich mache natürlich für andere Leute genauso Werbung in dieser Gruppe wie für die eigenen Elektrokollektiv. Veranstaltungen hängt einfach damit zusammen, dass ich immer noch der Meinung bin, dass wenn man nicht miteinander arbeitet, kommt keiner vorwärts. Das heißt, nur zusammen kann man eigentlich hier eine schöne Szene in Köln haben. Und genau das ist natürlich auch eine Motivation, Dinge so zu machen, wie sie im Kollektiv passieren. Das heißt, natürlich werde ich nicht anfangen, nur weil es nicht meine Veranstaltung oder die vom Kollektiv ist, bestimmte Veranstaltungen einfach totzuschweigen. Dann könnte ich auch anfangen und gar nicht mehr zu anderen Veranstaltungen gehen, außer meinen eigenen. Ich meine, fast alle Leute hier in Köln, die irgendwie Veranstaltungen machen oder als DJ arbeiten, liefern einen geilen Job und das muss man einfach auch honorieren und das muss man auch entsprechend dann zeigen nach außen. Ich meine, ich liebe es, am Mittwoch im Gewölbe zum Beispiel zu sein. Das ist super geiles Ding. Perfekt, wow. Und das gleiche gilt für so viele andere Formate hier in Köln. Da gibt es reine Vinylformate, wo ich selbst als DJ, der überhaupt nicht mehr mit Vinyl auflegt, einfach nur sage, ey, ist ein geiles Ding. Boah, Respekt, das muss man auch supporten. Ja, also die Sektor zum Beispiel im A-Theater. Ganz klares Ding, gefällt mir. Ich hatte da schon so oft eine echt geile Zeit und oh, warum nicht auch supporten? Okay, kommen wir also zu einem weiteren neuen coolen Projekt, was das Elektrokollektiv in diesem Jahr startet, und zwar im Februar. Ich spreche über Odonia Noir. Odonia Noir wird eh für uns ein verdammt großes, großes Ding, ein großes, großes Projekt. Ich meine, Odonien ist jetzt nicht wirklich eine kleine Location. Und ich bin äußerst glücklich darüber, dass Brombeck unter anderem den Headliner macht, weil Brombeck wollte ich schon damals beim allerersten kollektiven Tanzmanöver leider etwas terminlich nicht hingehauen und hat mich damals auch ein bisschen sehr gefrustet. Nicht, dass das Line-Up dann scheiße war, aber mein Wunschkandidat war halt raus. So. Und natürlich, wir haben einen Haufen DJs, die voll motiviert sind. Und wir wollen das Ding rocken, aber es ist natürlich wie immer, es gibt natürlich auch noch andere Veranstaltungen. Es wird aber auch nie, und das ist das, was ich den Leuten immer sage, warum ich denn nicht Angst habe. Ja, Angst, ein bisschen Angst habe ich schon. Das floppt, klar. Das Potenzial zum Flop hat man immer. Egal, was man macht, egal mit wem man es macht. Es ist mal mehr, es ist mal weniger, aber es ist halt immer da. Gut. Wenn es danach geht, dann dürfte ich gar keine Veranstaltung hier zusammen mit dem Elektrokollektiv in Köln oder sonst wo machen. Weil, ganz ehrlich, das Gaul wird nicht aufhören, irgendwelche Veranstaltungen zu machen, wenn, nur weil das A-Theater oder Udonien oder das Bootshaus oder sonst wer irgendwelche Veranstaltungen haben. Es wird immer Mitbewerber geben. Damit muss man leben. Und die werden auch nicht jedes Mal nur ein Larifari-Act haben. Nein. Sie werden natürlich auch gute Acts haben, geile Acts, wo ich dann selber an dem Tag auch sagen würde, boah, würde ich jetzt gerade nicht mehr mit meinem Konzept gerade was fahren, wäre ich vielleicht da. Es gibt ja Vielfalt und jeder darf sich aussuchen, welche Location er mag und welchen Act er mag. Und es sind ja nicht immer die gleichen Acts. Es ist ja nicht so, dass
in 8 Locations in Köln quasi Anja Schneider auftritt gleichzeitig. Nein, es sind ja Unterschiede da. Und von daher denke ich mal schon, dass man da einfach ein bisschen gechillt einfach an die Sache rangehen darf. Die Leute werden sich entscheiden, okay, Bodoni gefällt ihnen jetzt mehr oder es gefällt ihnen weniger. Wenn es ihnen nicht so gefällt, dann gehen sie, keine Ahnung, irgendwo anders im Ehrenfeld hin. Ansonsten begrüßen wir sie als Gast bei Udo in Januar und alles ist easy. Alles ist easy. Momentan haben wir zum Beispiel über das Elektrokollektiv so einen DJ-Contest am Laufen und es ist ja mal interessant. Also, ich meine, vor nicht mal einem Jahr habe ich teilgenommen, selber an diesem DJ-Ding für das Panama Open Air, was unten in Bonn war. Und ich weiß, dass DJ-Contests irgendwo ja immer so grenzwertig an bestimmten Dingen vorbeirauschen. Es gibt so viele Pros und Kontras, was das Ganze angeht. Da gibt es zum einen natürlich immer dieses, oh, der hat sich die Stimmen gekauft oder der hat einfach nur so viele Votes durch seine ganzen Freunde bekommen, bla 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 bla. Da hat man gar nicht ins Set reingehört. Die haben einfach für etwas abgestimmt, was sie gar nicht kennen. Klar, haben wir uns beim Elektrokollektiv dann auch Gedanken darüber gemacht, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass die Leute, die viele Freunde haben, Netzwerk oder wie auch immer man das umschreiben möchte, natürlich eine ganze Menge Votes einkassieren. Hat natürlich für einen Veranstalter auch Vorteile, dass die Leute dann vielleicht sogar ein paar Leute mitbringen, wenn sie dann gewinnen würden. Aber wir fanden am Ende darf es nicht das einzige Kriterium sein, wonach dann jemand irgendwo gewinnt. Also haben wir diese Art des Contests einfach mal aufgemacht, reingeschaut, was kann man verbessern und sind dann für uns zu dem Ergebnis gekommen, dass wir zwar die Finalisten bestimmen lassen durch das Voting. Ja, warum auch nicht? Ich meine, kann ja nicht verkehrt sein, wenn Leute ein bisschen Werbung machen können und das müssen sie im Endeffekt, um ihre Stimmen einzukassieren und einzusammeln. Aber letztendlich könnten sie dann ja auch mit irgendwas daherkommen, was eigentlich nicht zum Elektrokollektiv oder der Veranstaltung, wo sie dann auftreten sollen, oder in Januar, irgendwie passen würde. Also von daher haben wir dann gesagt, es spricht ja auch nichts dagegen, dass wenn wir die Finalisten haben, als Jury entscheiden. Und dann haben wir als Jury, das sind fast alle DJs, die bei Udo Januar auflegen, genug Zeit, uns alles genau anzuhören. Damit zählt dann auch die Qualität des Podcasts. Und da kann man nicht mehr sagen, es wurde nicht gehört, da wurde einfach nur eine Stimme abgegeben. Nein, das ist im Prinzip eigentlich dann ausgeschlossen. Ja, und dann wird es einen ersten Platz geben und es wird einen zweiten und dritten und so weiter geben. Und natürlich ist es nicht so, dass es nur einen Gewinner geben kann. Klar, da wird dann hier und dort wieder über Schiebung oder was auch immer gesprochen. Auf der anderen Seite finde ich das auch sehr traurig, weil nur weil man es gerade mal nicht gepackt hat, heißt es noch lange nicht, dass man erstens schlecht war und zum anderen heißt es auch noch lange nicht, dass da irgendwo was gemauschelt wurde. Ich kenne das noch, wie gesagt, aus dem einen Contest, wo ich selber teilgenommen habe. Da hatte ich gerade erst mal, keine Ahnung, da war ich im zweiten Monat, wenn man das so sehen möchte. Hatte also meine allerersten Gigs überhaupt erst hinter mir. Meine Güte, ja, ich bin es nicht geworden. Bin irgendwo auf dem vierten Platz herumgedümpelt von, keine Ahnung, 79 Teilnehmern. Ja, gut. Gut gelaufen, geil. Meine Güte, ist doch immer noch ein Erfolg. Und zumindestens macht man ein bisschen mehr auf sich aufmerksam, egal an welcher Stelle man nun landet. Wenn man natürlich für sich gar keine Werbung selber irgendwie macht, kann ich auch nicht nach vorne kommen. Dann kann ich nirgendwo nach vorne kommen. Weil ein bisschen muss man sich da auch
dann präsentieren. Es ist ja so, dass letztendlich als DJ auch irgendwo sich ja einen Namen schaffen muss. Das macht kein anderer für einen. Da muss man selber auch ein bisschen so proaktiv nach vorne gehen. Das waren jetzt so die ersten paar Minuten, beziehungsweise die erste Episode. Ich werde das jetzt wahrscheinlich öfter machen. Jedenfalls ist es so von mir geplant. Und es wird dann natürlich auch andere Themen geben. Es wird irgendwas Aktuelles geben. Ich werde mir dann vielleicht auch mal irgendwen zum Interview oder was auch immer, den ich dann reinschnippel, natürlich schnappen. Und es könnte relativ spannend werden. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß dran. Und in dem Sinne, ich hoffe, man sieht sich bei der nächsten Ausgabe dann wieder.